Hallo zusammen bei Backen und Kochen mit Stefan. Ja, das hier ist der Typ, der das da unten immer verbricht. Ja, jetzt habt ihr das Gesicht auch mal gesehen. Schön, gutes. Ja, heute machen wir einen typisch amerikanischen Snack. Und zwar habe ich den auf meinen zwei USA-Urlauben immer äußerst gerne gegessen. Es sind Corn Dogs. Dafür gehen wir jetzt da unten hin. Dazu brauchen wir Würstchen, klar. Ich habe hier mein Favorite, das sind dicke Sauerländer Bockwürstchen. Wenn ihr die Gelegenheit habt, euch die Würstchen mal zu besorgen, zu kaufen, probiert sie mal aus. Meines Erachtens ist das die beste Bockwurst der Welt. Das sagen natürlich viele von ihrer Wurst in der Region, aber die, die sie schon kennen, die wissen das, und die, die sie noch nicht kennen, sollten sie mal ausprobieren. Es lohnt sich wirklich. Ist keine Werbung für die Firma, aber die Wurst ist einfach Bombe. So, die brauchen wir später. Für die Corn Dogs müssen wir zuerst einen Teig herstellen. Dazu brauchen wir normales Mehl, Maismehl, etwas Öl, Backpulver, Eier, Milch und ich habe hier schon zusammengegeben, so eine Gewürzmischung. Das ist meine Gewürzmischung. Das ist kein Geheimnis, es ist Zucker und Knoblauchsalz und ähnliches drin. Das genaue Rezept, die genauen Zutaten bekommt ihr wie immer in meiner Facebook-Gruppe. Ja, dann fangen wir mal an mit dem Teig. Wir mischen also Mehl, Maismehl. Also Maismehl bekommt ihr mittlerweile auch in jedem Supermarkt. Wenn nicht direkt beim Mehl, dann aber mit Sicherheit bei diesen Spezialitäten, da wo es China-Zeug und ähnliches gibt, da kriegt ihr auch das Maismehl. Darum brauchen wir Backpulver. Das Ganze schon mal erstmal verrühren. Dann können wir das Öl dazugeben. Würze. Eier. Und die Kuh, Mimi. Und jetzt alles zu einem homogenen Teig verrühren. So gut durchrühren, dass keine Klümpchen mehr drin sind, dann können wir es erstmal beiseite stellen. Ja, bei den Corn Dogs, da brauchen wir nicht mehr viel machen. Die Würstchen habe ich schon vom Wurstwasser befreit. Eigentlich kann man sie in der gesamten Länge wahrscheinlich verwenden, aber ich möchte nur so einen kleinen Snack machen, deswegen teile ich sie einmal. In der Mitte. Und hier habe ich noch ein bisschen Mehl in einer Schüssel. Da gebe ich jetzt diese Hälften rein. Ein wenig durchmischen, so dass sie alle bemehlt sind. Denn dann hält der Teig hinterher etwas besser. Dann habe ich hier solche Schaschlikspieße. Da dran die Würstchen helfen aufschließen. So, wenn das fertig ist, sehen wir uns sofort am Herd wieder, denn jetzt wird frittiert. Zurück zum Frittieren. Ich habe hier ein Thermometer, das habe ich auf 180 Grad eingestellt, um die Temperatur vom Öl zu messen. Heißer wie 180 Grad soll es nicht sein. Das ist Sonnenblumenöl, kann man ziemlich hoch erhitzen, ist also ganz gut dafür geeignet. Trotzdem Vorsicht geboten, das ist heiß. Den Teig habe ich umgefüllt in so eine Schale, in so einen Messbecher, dann kann ich die Corn Dogs besser da drin versenken. Also einfach so einen Stick nehmen, ziemlich am Ende packen.
einmal gut eintauchen, den Teig ein wenig abschütteln oder abwickeln und dann ins heiße Öl geben. Vorsichtig, könnte spritzen. Nach circa 3 Minuten ist der erste fertig. Ich meine, den Bräunungsgrad bestimmt ihr natürlich selber. Ich gebe ihn jetzt auf so ein Gitter. Da kann das Fett ein wenig abtropfen. Den nächsten habe ich schon drin. Gelegentlich drehen. Wenn die Dinger nicht untergehen, müsst ihr halt den Stick festhalten. Seht auch, die werden immer besser. Dieser hier war jetzt etwa 3 Minuten im Fett. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie heiß euer Fett ist. Aber der hier ist ja nahezu perfekt. Spielt aber, das Aussehen spielt keine Rolle. Schmecken müssen die Dinger. Das ist das Entscheidende. So, meine sind jetzt fertig. Ja, sind ein paar sehr hübsche dabei, ein paar ein wenig verunglückt. Tut den Geschmack nicht zum Abbruch, wie gesagt. Ich hoffe, ihr macht es mal nach. Die genaue Zutatenliste bekommt ihr wie immer in meiner Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr es euch unter Dateien runterladen. Die Adresse wird am Ende vom Video eingeblendet. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Kein Thema. Ich hoffe auf einige Kommentare und freue mich darauf. Auch freue ich mich darüber, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Teilt es, liked es, macht was ihr wollt, freue mich über alles. Ja, bleibt mir nur noch ein zu probieren, mal sehen, was ich da so fabriziert habe. Achso, ja, noch einen kleinen Tipp. Das gebrauchte Öl braucht ihr natürlich noch nicht wegschütten oder wegschmeißen. Lasst es gut auskühlen, dann durch ein Sieb in die Flasche wieder rein und dann kann es bestimmt mehrere Wochen im Kühlschrank gelagert werden und wiederverwendet werden. Braucht ihr also nicht sofort wegschmeißen. Jetzt aber zum Geschmackstest. Lecker! Ihr seht außen den Teigmantel. Schön kross noch. Macht's mal nach. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Hallo zusammen bei Bocken. Und ja, aber trotzdem wollen wir jetzt anfangen zu backen oder kochen. Nee, das so nicht.